Until dusk will I roam. It's the dark. Mach's mal, da ist ein Steinbogen, fehlt uns nicht, da können wir noch nicht bauen. Leider. Sekunde. So. Baum gepflanzt. 35 noch übrig. Holy shit, man. Wir wissen, was da oben ist. Lavendelfeld, voll geil. So, das müsste ja theoretisch da sein. Ja, genau. Keine Ahnung. Wir können auf jeden Fall noch nichts damit anfangen. Was ist da vorne? Ich würde mich gerade interessieren. So. Ah, dann wieder Gras zum Ernten. Ich würde gerne ein bisschen Lavendel einsammeln. Bedenkt mal, was mir alles abfahren wird. Oh, hauer, hauer, hauer. Squumble? Hä? Ich habe ein Tier entdeckt. Echt jetzt? Warte mal. Was ist ein Squumble, Mann? Ach, so klar. Ach, ein Nager. Ein kleines Tier, das Holz liebt. Süß. Will ich auch haben. Will sie alle haben. Und ich glaube, da kommen die Düsternis raus, wie das aussieht. Und da haben wir wieder einen kleinen Gefährten. Was können wir da rausfinden eventuell? Sägewerk-Kong. Okay, gehen wir zum Sägewerk-Kong. Du hast entdeckt Springmoor. Springmoor. Aber ich komme gleich zu euch. Ich habe da oben nicht noch was anderes gerade vor. In meinem Holzkopf dachte ich gerade, wie schön es wäre, gemeinsam zu reisen. Also lass uns gehen. Reise, Kameradin. Juhu! So, was geht hier? Du glaubst der Geister, nicht wahr? Ja, weil ich welche mit mir führe. Schlussfolgernd. Was geht hier? Ja. Kein Bedarf. Oh. Willkommen im Sägewaggon. Aus Schienholz können wir eine Planke machen. Nö, brauche ich gerade auch noch nicht. Ja. Mein Opa sagt immer, Geister gibt es wirklich, aber wenn es sie mal gab, sind sie jetzt weg. Ja, willst du nicht sagen. Ich führe welche bei mir. Und ich höre sie sogar. So. Oh, was wir alles noch treiben können, Leute. Das ist krass krank einfach. Und da oben müssen wir irgendwie hinkommen. Was geht von hier aus, Janet? Flupp. Oh, Pflanze mitnehmen. Kann man alles inventartechnisch benötigen. Holy shit, man. Ah, da oben. Ah, warte. Ich hab gerade was entdeckt. Ach, guck, da ist der kleine Bobbel. Den siehst du ja fast nicht. Süß. Aber da war ich doch gerade schon oben, ne? Ich horcht. Da müsste ja theoretisch ein Geist irgendwie sein. Aber ich könnte mit dem gar nicht interagieren. Hä? What the fuck? Grünpfötchen findet man immer in der Nähe von Bäumen. Niemand weiß genau warum. Hä? Wo bin ich hier? Jo, ist okay. Also Teleportsteine sind es also. Die sind aber nur zu bestimmten Tageszeiten immer offen. Ob es denn dunkler ist, wird wahrscheinlich umso seltener kommen die zum Vorschein. Das heißt, sie verschwinden die dann wieder. Okay, cool. Finde ich geil. Und rein mit uns. Cooler Shit, Mann. Hui. Ah, da unten sind auch noch Leute. Cool. Oh, hab ich richtig gesehen. Das sind Erze. Wir brauchen Erze. Ganz viele. So. Zack. Alles weg. Alles meins. So, jetzt gehen wir jetzt mal dahin und dann müssen wir gucken. Wahrscheinlich brauchen wir dann irgendwelche Materialien oder Brücken oder Zeugs und das haben wir noch nicht. Müssen wir mal schauen.
Ja, von da drüben kommt die Düsternis. Dorthin zeigt dein Kompass also. Ich erinnere mich an diesen Ort. Schlimme Dinge sind dort passiert. Der Himmel wurde aufgerissen und die Düsternis erschien. Darum kann keiner von uns Geisterwesen nach Hause. Ach so. Interessant. Hey, vielleicht sollten wir dorthin gehen und sehen, ob wir etwas tun können. Mhm. Vielleicht. In meinem Dorf in der Nähe gibt es eine Fähre zur Insel. Dort könnten wir hingehen. Aufgabe abgeschlossen. Im Dorf helfen. Mit Rex sprechen. Jetzt müssen wir, wo es dahin geht. Kann ich da drauf? Perfekt. Gibt's hier Loot? Oh, aber nee, hier ist eine Kiste. Farbstoff, braun. Sehr cool. Gibt's noch mehr Leute, mit denen wir helfen können? Oh, meine Fresse, Alter. Übel. Oh. Squampel sind kitzelig. Ah, ja. Ich habe das Gefühl, dass hier oben kriegen wir noch nicht weg. Oh, da will ich meine Aufgabe. Ach, den kennen wir doch. Oh, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie interessant. Wie interessant. Ich muss das aufschreiben. Mm. Ach, warte. Du siehst auch gut aus. Du hast alles überlebt, was? Ja. Und Kapitän Pullin, geht es auch gut? Hatte ich gebeten, um seine zu suchen. Wieso geht es mir gut? Sag ihm, dass ich hier glücklich bin und beschäftigt. Mm. Aber ich muss jetzt wirklich weitermachen. Kari, bald mich Informationen zu sammeln und dir bald zu berichten. Ja. Bis dann. Ja, okay. Der andere feiert gerne. Ich weiß nicht, wo der andere ist. So, wir können mal da oben hingehen. Wir haben jetzt 4 von denen. 4. Ich glaube, da brauchen wir 6 wieder. Hä? Was war da? Ach, ein Holz. Achso. Was war da noch? Ach, noch ein Holz. Okay. Baumfällen, was brauchen wir da unten für? Da kommen wir schon jetzt irgendwo hoch. Ah, da ist ja wer. 16, jo, ist okay. Rascht halt aus. Okay, kapiert. Da unten haben wir aber wieder das, da könnten wir noch ein Freund sein. Dann hätten wir schon mal 5, dann 6 und dann können wir noch ein paar andere wieder freischalten. Stempel entdeckt. Ewige Freunde Moko und Poco. Ah ja. Gut. Moko und Poco. So, da haben wir Leben. Das haben wir noch nicht so oft gefunden. Es ist... Die Map ist riesig, Leute. Es ist abnormal. Alter, da kann man Baum pflanzen. So, noch 29 übrig. Fuck. Vor allem, das ist ja eine Welt, eine einzige. Ich überlege gerade schon, ich glaube, es wird eine halbe Stunde Part. Hammer. So, Stein mitgenommen. Ich würde das Haus hier gerne aufbauen. Geht das nicht irgendwie? Okay, ein Taler, eine kaputte Tür, eine kaputte Wand. Ah, da. Ein Garn, oder was immer sein sollte, oder war. Neue Kleidung. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt haben wir, ja. Das heißt, die Hornbrille kann ich tauschen. Die ist recht teuer. Jetzt haben wir rote Haare halt. Gut, hab ich aufgepasst. Ich dachte, ich werde vorher gefragt, bevor ich irgendwas rumklicke. Aber gut, dann eben nicht. Das
hätte doch so einfach sein können, aber warum denn? Oh Gott. Nein, ich kann dem nichts geben. Ich habe keinen Platz mehr in meiner Farm. Würde ja gerne, aber geht nicht. Nee, du bist komisch, hier will ich nicht. Alt, kann ich den Baum pflanzen? Ja. So. Einmal gepflanzt. Was? Im Gebiet Sunder Wildnis. Ah ja. Toller Name. Absicheln. Ich muss mal schauen. Ich laufe hier gar nicht lang und gucken, vielleicht finden wir noch irgendwas. Was interessant ist oder so ein geheimer Ort oder sowas. Die Map ist ja arschgroß, Mann. Den geht's nicht gerade weiter. Ich wünsche mir schon zu langsam ein Schnellreisesystem, weil ihr fragt, ja. Hä? Squam ist ein bisschen Freund. Kari, Alter. Was gibt da? Die war doch gerade das eben da. Dann müssen wir auch wieder im Dorf. Wie das aussieht. Oh, mal gucken, was wir da machen können. Sehe man Luft. Wimbel weg. Oder wie? Und was hier abgeht. Oh, Waffenhändler, cool. Ah. Hey du, vielleicht kannst du mir helfen. Diese Lieferung Holz muss nach Springburg gebracht werden. Ein gutes Geschäft für ein paar Stücke. Holz bekommen wir von ihnen einen Planken. Ich habe kein Holz übrig. Fälle Bäume mit einer Axt und besorge 18 Holz, die sie brauchen. Ah. Ausrichtung. Ja, so geben sie abliefern. Okay, gut. Von mir aus, wie viel Aufgabe habt ihr noch? Meine Fresse. Meine Kinder haben weniger Ehrgeiz als ein altes Kroffel im Heu. Und das zu ändern, mache ich einen Wettstreit, wer von den beiden bessere Möbel machen kann. Ja. Ich wünschte, Govard und Gotha würden sich beeilen. Ich habe einen ganzen Schuppen voller Holz, das ich dem Gewinner schenken werde. Jetzt chill mal eins nach dem anderen, Alter. Hier gibt's ja, das endet ja gleich demnächst wieder wie in Skyrim. Im Dorf auf Hilfe stoßen, Pelz, Edmund abliefern. Mal gucken, was da unten noch ist. Auch so ein Ausrufezeichen. Huch. Tut mir leid, aber die Fähre ist außer Betrieb. Ich überquerte gerade den Kanal, da als ich plötzlich nasse Füße bekam. Ich wäre fast gezuckt. Solange die Schreinegilde die Fährte nicht repariert, kann ich dir leider nicht helfen. Wenn ich's mach? Auch nicht. Ich muss eh nicht, dass es da nicht sinkt. Aber hey, okay, ist nicht mein Problem. So, dann heißt es, gehen wir erstmal hoch. Eine Hornbrille, Alter, über 300 Pferd, ne? Das ist auch ein bisschen kaputt. Aber gut, dann gehen wir erstmal zurück, hätte ich gesagt. Einfach mir wieder zig Trilliarden Aufgaben auf und annehmen. Irgendwann kommt das in Endlichkeit zum Beispiel, die Zahl nicht mehr anzeigen kann. Oh, apropos Aufgaben, was haben wir hier denn fein? Das war ja nichts zum Glück. Juhu! Tischchen, Schülebär, ich möchte wirklich keine Möbel machen, aber wenn ich gewinne, kann ich mit dem gewonnenen Holz wunderschöne Gebäude bauen. Wie ich immer wollte. Oh. Hey, kannst du mir Goldminze bringen? Er ist perfekte Holzbeiz und wird Vater total beeindrucken. Hab ich das nicht schon? Der wiederum war es so nett. Das sind nur Nägel. Ich brauch nur eins. 10, ne? Dann kriegst du hier von 2. Handeln. Ja. Wo ist das Freakind? Da. Die Leute tun, als wäre nichts, aber glaube mir, alle haben Angst vor der Düsternis. Hä? Was geht mir da ab? Ja, das ist eine gute Idee, man speichern hier kurz. Schreinergilde bei Seemann, sprich mit der. Achso. Oh mein Gott, Entschuldigung. So, sprich mit Martha Maserung. Hallo Reisende, schön dich kennenzulernen. Ich bin Martha Maserung, Anführerin der Schreinergilde. Normalerweise würde ich dich nur zu gerne in die Gilde aufnehmen, aber wir stecken gerade in der Klemme.
Möchtest du nun mit den Aufgaben beginnen, um die Schreinergilde beizutreten? Nein, möchte ich nicht. Erstmal mit dem kleinen Knirps noch reden. Ich mach das, Vater, das. Ich möchte nicht mit Kuta konkurrieren, ich möchte meine eigenen Träume erfüllen. Kannst du Kernholz für mich besorgen? Es ist ein seltenes Holz, das mir den Sieg sichern wird. Du bekommst das Holz vom Wild... Oh, was? Woher? Wildoborbaum, der südwestlich von Springmoor wächst. Haben wir das nicht schon? Kernholz. Nö. Südwestlich, oh heilige Scheiße. Du weißt, zu streng mit den Kindern. Ich weiß, sie geben ihr Bestes. Sie haben einfach andere Träume als Möbel zu machen. Ich möchte Tova zeigen, was sie schaffen können, wenn sie zusammenarbeiten, aber ich brauche deine Hilfe. Mit dem richtigen Material könntest du etwas machen, auf das Tova stolz ist. Kannst du mir die Dinge auf diese Liste bringen? Ja, aber ist okay. Ich höre auf die Mutti. Nägel, Kleber, geformte Planke. Wo war der Händler? Nägel. Oder wie viele Nägel brauchen die? Ein Nagel, eine geformte Planke. Okay. Und davon auch eine. So, wert 10. Achso, den Kleber habe ich vergessen. Sorry. Hast du noch Kleber? Ach, da. Einen. Wert 20. Vier Stück davon. Wenn die einen finden wir halt immer so oft, ne? Alternativ, ich finde es besser wie die anderen zwei. Oh, Hobby, vielen Dank. Ich weiß, es wird sie beide glücklich machen. Also, Kinder, was habt ihr für mich? Mit Mutters Hilfe haben wir etwas anderes gemacht, als du verlangt hast. Wir haben unterschiedliche Talente und Träume, Vater. Und anstatt zu wetteifern, haben wir beschlossen, zusammenzuarbeiten. Meine Realität explodiert soeben. Tova, unsere Kinder müssen ihren eigenen Weg in der Welt gehen und sieh nur, was sie gemeinsam gemacht haben. Ein Klo. Hey? Schön, dass ihr beide glücklich seid. Bitte folgt eurem Träumen, Kinder. Ihr habt unsere volle Unterstützung. Gott, ich hab nichts davon, oder wie? Hast du gehört, die Zinderer sind die in der Sende? Landarbeiter? Nö, kein Bock. War nicht zig Trilliarden Landarbeiter? Ich weiß gar nicht, wie ich mit den Leuten anfangen soll. Ich werde erstmal zurückwackeln. Das dauert eh schon lang genug. Ist eh schade. Ich hoffe, wir können später schon Schnellreisepunkte finden. Alter, war eine Katze. Katze? Katze? War irgendwo eine Katze, ich hab's gehört. Bin ich paranoid? Katze! Ich glaube, die war da unten irgendwo. Okay, ich gehe gleich wieder runter. Sekunde. Einmal schon mal auf dem Berg sind, dann kann man gerade hochlaufen. Ja, ziemlich hoch das Ding hier. Ah, da drüben ist was Dunkles. Okay, dunkle Materie. So. Ah, so ein Schrein wieder. Zeige den Weg. Das Licht vertreibt die Dunkelheit. Der Pfad ist offen. Juhu, Aufgabe geschlossen. 8 übrig. Ja, das passt. Wuhu, ich komme, Katze! Muss nur darüber segeln. Ich hoffe, das klappt. Wo ist die? Das ist was anderes?
Die war links. Katze! Hä? Katze? Shining hope within.